Guten Abend Frankfurt, guten Abend Filmmuseum, guten Abend hier im Kino in der Reihe Carte Blanche. Heute machen wir Trash. Im besten Sinne. Heute zeige ich als bekennender Quentin Tarantino-Fan einer seiner ersten Filme, Reservoir Dogs. Ein Film, der für meine Begriffe einen unglaublichen Anfang hat. Da sitzen Männer um einen runden Tisch und reden Nonsens, einen Nonsens-Dialog. Sie reden darüber, ob man Trinkgeld gibt, in welcher Höhe man Trinkgeld gibt. Dafür bringen sie sich fast gegenseitig um. Oder über das Lied von Madonna, Like a Virgin. Dann gibt es einen Bruch und dann geht's richtig los. Dieser Anfang hat mich derartig inspiriert, weil das Kino von Tarantino kommt ja aus ein bisschen aus diesen Videostores, wo er lange gearbeitet hat und dort auch seine Filmideen und seine Ästhetik herausentwickelt hat, auch in seinen späteren Filmen, dass ich einen Film machte mit dem Titel Playboys, der genau diese Situation, nämlich Männer sitzen an einem Tisch und reden über einen genialen Filmanfang. Was ist ein guter Filmanfang? Und da geht es dann um High-Kultur und um Trash-Kultur, da geht es um Kafka und um Splash, da reden Peter Lohmeier mit Hungerbühler, mit dem André Ujica, mit Regisseuren über Filmanfänge und Filmenden, über Trash, über Mist und über Hochkultur, über Goethe und über Quentin Tarantino. Ein Film, der dann auch in der Berlinale im Wettbewerb lief und wo immer er lief, große Begeisterung hervorrief aufgrund der tiefgründigen Dialoge, die, wie auch in diesem Anfang von Reservoir Dogs, jetzt gleich sehen können. Viel Spaß mit einem genialen Filmanfang und einem weiteren guten Film. Tschüss.